bin jetzt hier in Hamburg bei der Speicherstadt, am Anfang von der Speicherstadt. Die geht da hinter mir ziemlich weit führen bis in den Hafen von Hamburg. Und dort gehen wir jetzt ins Miniatur-Wunderland, schauen, wie das funktioniert. Und vor allem haben wir eine Führung, eine Backstage-Führung im Wunderland, wo dann erklärt wird, wie all diese Sachen funktionieren, dass gleichzeitig fast 1000 Züge fahren und so weiter. Inmitten der Hamburger Speicherstadt, dem UNESCO-Weltkulturerbe, steht seit 2001 das Miniatur-Wunderland. In 17 Jahren und über 800.000 Arbeitsstunden ist auf 1.500 Quadratmetern für über 21 Millionen Euro Baukosten die Miniaturwelt der Superlative entstanden. Die beliebteste Touristenattraktion Deutschlands hält den Guinness-Weltrekord als größte Modelleisenbahn der Welt. Über 17 Millionen kleine und große Weltenbummler haben das Wunderland bisher besucht. Ein überwältigendes Erlebnis für alle verspielten Abenteurer, die in eine riesige Miniaturwelt mit 9 Abschnitten tauchen. Die Weltreise in 1:87 beginnt in Italien, führt von der Schweiz über Deutschland, Österreich und Skandinavien bis nach Amerika und wächst immer weiter. Über 1000 Züge mit über 10.000 Waggons legen täglich mehrere hundert Kilometer zurück. Auf der Nordostsee schwimmen Schiffe auf Echtwasser in einem 30.000 Liter Wasserbecken mit simulierter Ebbe und Flut. Der Straßenverkehr in Amerika, dem Flughafen, Skandinavien und Wunderlands berühmter Kleinstadt Knuffingen wird von Computern gesteuert. Über 250 fahrende Autos reagieren in einer intelligenten Simulation aufeinander. Sehr viel Action bieten die spektakulären Feuerwehrgroßeinsätze des Car-Systems, wenn bis zu 30 Löschfahrzeuge zur Brandbekämpfung ausrücken. Knuffingen Airport ist laut Guinness World Record der größte Miniaturflughafen der Welt und ist technisch ausgetüftelt bis ins letzte Detail. Die aufwendige Flugsimulation steuert per Software mehr als 40 Flugzeuge, die im Minutentakt starten und landen. Bis heute leben über 265.000 Bewohner im Wunderland. Liebevoll in Szene gesetzt werden alle Facetten des Lebens dargestellt. Ob Trauerrede oder Freudenfest. Heilige oder weniger Heilige. Sehr lebendige Menschen und nicht mehr so lebendige. Einige lieben das Spiel mit dem Feuer und andere lassen nichts anbrennen. Pechvögel oder Glückspilze, Muskelprotze oder Bohnenstangen, Nudisten, Exhibitionisten oder Touristen. Manche greifen nach den Sternen und wieder andere sind nicht von dieser Welt. Fressen oder gefressen werden. Faulenzer oder Traumtänzer. Die einen gehen auf eine lange Reise, andere fühlen sich zu Hause am wohlsten. Blaulicht und Rotlicht. Superhelden oder starke Mädchen. Ritter der Tafelrunde oder aus einer anderen Galaxie. Märchengestalten, Fabelwesen, Comicfiguren oder bekannte Filmhelden. Manche stecken ihre Nase in Bücher, andere werden an der Nase herumgeführt. Auf einer Reise vom höchsten Berg mit 6 Metern über verträumte Straßen durch den Grand Canyon, verschneite Landstriche und idyllische Dörfer bis hin zu geheimen unterirdischen Basen ist die Miniaturlandschaft liebevoll inszeniert. Ein Tag im Miniaturwunderland dauert 15 Minuten. Mit dem Einbruch der Abenddämmerung wird das Nachtleben in einem bezaubernden Licht sichtbar. Überall im Wunderland werden verborgene Geschichten zum Leben erweckt,
Die vielen hundert unterhaltsamen Aktionen können per Knopfdruck an der Anlagekante ausgelöst werden. Ob für Naschkatzen und Schleckermäuler an der Schokoladenfabrik, ob springende Delfine, schaukelnde Gondeln, duellierende Revolverhelden oder bei der Entstehung neuen Lebens. Die 350 Wunderländer arbeiten Tag ein, Tag aus an immer neuen Ideen und Spielereien. Die Welt hat noch so viele Geschichten zu bieten. Bis 2020 folgen die Abschnitte Monaco und die Provence Frankreichs. Anschließend Südamerika. Was danach kommt, steht in den Sternen. Aber wir bauen weiter. Hat sie mal Nacht gebaut und ohne zu fragen. Und weil das war die Dame, die die Wagen ausstattet, also die, zum Beispiel die Personenwagen mit Beleuchtung und Figuren. Und die hat sich mal so einen Weihnachtszug gebaut, was sie im Internet gesehen hat, in Kanada fährt. Und dann, ja, dann, wenn sie da nicht gefunden, genau, alles. Und jemand Modelleisenbahner von der Dame. Die wird heiß, irgendwann wird die noch heißer, immer wird sie wieder kalt, weil sie nämlich nicht mehr kann. Das heißt, die sind untermotorisiert für die langen Züge, die wir hier fahren. Also machen wir Folgendes, fahren mit einem Zug aus dem Schattenbahnhofsgleis raus, fahren einen bestimmten Parcours, 20 Minuten, eine halbe Stunde, der eine mehr, der andere weniger, dann fährt der Zug in sein Gleis rein. Jeder Zug hier im Wunderland hat sein eigenes Abstellgleis. Sieht die Sonne, ja. Mhm. So, wer steht in Paris? Ja. Wir sind in Las Vegas. Las Vegas ist ja so eine Touristenstadt in Amerika, in der Wüste. Und das ist das Hotel Paris. Und das Hotel Paris hat sich den Eiffelturm. Wer steht da? Unser Server noch nicht so gut. Ah ja, okay, alles klar. Wobei dies hier wird auch nicht von einem Serverraum ausgesteuert, sondern die ganzen Computer sind immer hier regional verteilt. Es läuft also nicht alles an einer Ecke, denn sonst könnte man auch sämtliche Kabel ja gar nicht abspielen. So, wir gehen mal da um die Ecke. Bleib mal hinter den Hochhäusern stehen. In der Stadt. Da mal reinschauen, dann kannst du sehen, wie jedes Zimmer einzeln verkauft ist. Wahnsinn. Sauerkauf. Aber nicht nur hier in Las Vegas, sondern alle Gebäude im Wunderland haben immer zu jedem Zimmer eine eigene Verkaufsstelle. In Nordschweden, da fahren die langen Erzzüge nach Norwegen, nach Narvik rüber. Und weil das über ein Hochgebirge rüber geht und die Züge, die Eisenerzzüge sehr schwer sind, sind extra diese Lokomotiven konstruiert worden. So eine Doppellok hat 14.500 PS. Viele Gebäude mit Hightech dahingehend, dass wir die fotografieren und dann nach den Fotos mit Architektur 3D-Programm konstruieren und dann werden die Teile mit CNC-Fräsen, mit computergesteuerten Fräsen ausgeführt. Alles gut, direkt nur die Müllabfuhr, ja. Mal ganz kurz hier zu den Autos. Wahrscheinlich wissen nicht alle auch. Also der Herr mit der. Ach ja, genau. Ich glaube, ich schaffe das in eine Richtung, was mir. Nicht jeder weiß, wie die Autos fahren. Ich erkläre das mal kurz. Im Auto
ist ein Akku, ein Motor. Ne, da ist der Akku, der Motor, ein Getriebe, ein Radantrieb, das ist eine Schnecke und ein Zahnrad. Ein Schalter unter, wenn man das Auto anschaltet, stellt es auf den Boden, fährt schon mal los. In die Straße wird ein Schlitz gefräst, in den Schlitz ein Eisendraht gepresst und eine Straßendecke drauf. Dann sieht man den Draht nicht mehr. Das Auto hat zwischen den Vorderrädern einen kleinen Hebel. Dieser kleine Hebel zwischen den Vorderrädern hat obendrauf einen kleinen Startmagnet. Dieser Startmagnet folgt immer dem Eisendraht. Wenn der Draht um die Ecke geht, hat der Magnet nicht die Kraft, das Auto rumzuziehen, bewegt aber über ein Lenkgestänge die Vorderräder und damit steuert das Auto immer der Straße nach. Das konnte man damals vor 18 Jahren schon kaufen. Man konnte Stoppstellen kaufen, wo ein Elektromagnet unter der Straße ist, der im Auto einen Schalter ausschaltet. Und man konnte Abzweigungen kaufen, wo unterirdisch der Draht hin und her bewegt wird, wie bei einer Eisenbahn, die Eisenbahnweiche. So konnte das Auto abbiegen oder geradeaus fahren. Gerrit, unser technischer Chef, der Zwillingsbruder von Freddy, der wollte auch Feuerwehreinsätze fahren. Feuerwehreinsätze bedeutet, er wollte auch unterwegs Blaulicht an- und ausschalten. Und fragt es, ob es Möglichkeiten gibt, unterwegs im Auto irgendwelche Befehle zu geben. Letztlich war das so, vor 18 Jahren war der Fernsteuerempfänger noch so groß, dass er ins Auto nicht reinpasst. Dann lassen wir es. So, mal kurz hier aufs Gewässer zu sprechen kommen. Das Gewässer, was wir hier haben, nennen wir Nordostsee, ein Fantasiemeer zwischen Norwegen und Dänemark, hat eine Wasserfläche von 80 Quadratmetern, eine Wassermenge von 33.000 Litern, 33 Kubikmeter oder 33 Tonnen Wasser. Davon werden regelmäßig alle halbe Stunde 3.000 Liter abgelassen. Eine Etage tiefer werden im Mineralfilter gefiltert, gegen den Stoff, den wir hier aufbringen, ultraviolett bestrahlt gegen Keimbildung, sonst müssten wir hier gegen Krankheitskeime Chlor reintun. Die mit Staubsaugern auf der Anlage laufen und die Anlage absaugen. Ja. Musst du dir so vorstellen, stehst mit einem Fuß da, abbrechen und aufsaugen, dann können sie die auch selber wieder ankleben. Sie wissen, wie das geht. Ja, das ist hier TM der Darm, hat mit Jungzug. Immer, wir sind ja immer. Nein, nicht steuerst und checken, wir sind auf Infrarot. Was passiert, dass die Feuerwehr machen muss, wenn man ein Flugzeug kaputt hat? Dieses Flugzeug wird regelmäßig angezündet.